Das Leben ist eine Krankheit. Vor 1000 Jahren war einer der größten Nekromanten kurz davor, die Welt zu erobern. Aber ihr wisst ja, was man selbst über die besten Pläne sagt. Früher oder später erheben sich Helden. Und so starb ich erneut. Doch was bedeutet Sterben schon, wenn man der Meister des Todes ist? Vor allem Langeweile. Eine Ewigkeit, in der ich über meine Fehler brüten konnte und wie nahe ich meinem Ziel war. Ich bin unsterblich, aber mit dem Ende dieser Welt werde selbst ich ewiges Vergessen erfahren. Und so frage ich mich selbst, werde ich noch eine Chance bekommen, bevor die Welt endet? Noch eine Chance, meinen Ehrgeiz zu befriedigen? Als würde das Schicksal mir doch noch einmal zulächeln. Ja, damit erster Titel heute am Indie-Abend, Iratos, Lord of the Death. Es ist ein Spiel, was konzeptmäßig eigentlich sehr an Darkest Dungeon beziehungsweise anlehnt. Es ist schon vor ein paar Tagen in den Early Access gekommen. Ich habe es bis jetzt nur im Tutorial einmal gespielt. Wir werden einfach mal eine Partie spielen. Also beziehungsweise ein Stündchen jetzt hier drin verbringen. Aber wer Darkest Dungeon kennt, wird hier wenig Neues erfahren. Außer dass ihr diesmal nicht Helden befehligt, sondern die Untoten auf der anderen Seite. Und halt ein Nekromant seid. So, das kann ich eh löschen. Das Profil, neues Spiel. Wir werden einfach als Kinderspiel machen. Man muss nämlich erstmal das Tutorial freischalten, dann kannst du die ersten beiden Schwierigkeitsgrade gerade machen. Und deshalb nehmen wir den Anfängermodus. So, das in der Mitte sind wir. Ein erfreulicher Nekromant. Haben zwei Talentpunkte erstmal zu vergeben. So, mehr Komponente bekommen, Baumeisterseelen. So. Trinitas. Transplantation, weil wir Lakaien, das zeige ich gleich noch, wir bauen halt unsere Lakaien aus Körperteile zusammen. Initiative, das sind Magie-Sachen, die wir einsetzen können. Hier oben sind unsere, wie soll man sagen, Bauteile für unsere Lakaien. Zerstörungszauber, da fand ich eigentlich den Seelensog ganz gut. Obwohl der 20 Schaden auf einmal der Lakaien auch macht. Und so kehren meine dunklen Kräfte zurück. Knochenspeer. So, es gibt zum einen auch hier den Friedhof. Den bauen wir nach und nach aus. Also es gibt hier unterschiedliche Gebäude. Dafür müssen wir aber einzelne, also einen Lakaien opfern zum Beispiel, um die Ausbaustufe nach oben zu bringen. Zurzeit haben wir, ich glaube, 40 von diesen Ausbauressourcen. Die Leichenhalle ist schon aufgebaut. Eine mächtige Todesaura stellt Vitalität vollständig wieder her. Immer nach einem gewonnenen Gefecht, Questgefechte ausgenommen. Da können wir also zum Heilen Leute reinhauen in die Leichenhalle. Macht beim Nekromanten sogar Sinn. So, da könnte man Mana herstellen. Bei der Ausgrabung kann man zufällige Komponenten finden. Ja, und ich denke, ich werde da auch ein Skelett machen. Also beziehungsweise das ausbauen. Dafür gehen wir in die Erschaffungsphase. Und wir können hier erstmal 6 Lakaien zusammenfügen aus diesen, ja, Komponenten. Werden wir jetzt erstmal ein weiteres Skelett zusammensetzen. Die Komponenten kann man später auch upgraden. Beziehungsweise kann man jetzt schon upgraden in der Alchemie. Und macht daraus ungewöhnliche, seltene oder legendäre Teile. Gehirne sind dafür da, um Lakaien direkt auf ein Level abzugraden. Und dadurch, dass man halt bessere Teile benutzt, kriegen die gewisse Bonis auf Ausweichen oder Treffsicherheit oder Glück. Knochen,
Knochen und noch mehr Knochen. Es wirkt irgendwann so uninspiriert. So, aufbauen. Brauchen wir dafür noch einen Lakaien? Sie erwarten Kanonenfutter. Doch ich werde ihnen nur die Kanonen geben. Dabei sind Zombies gar nicht so gut, finde ich. Diese Kanonenfähigkeiten, die haben, fand ich bis jetzt noch nicht so dolle. So, setzen wir ihn hier ein. Er kann nach jedem Gefecht halt zufällige Komponenten finden bei diesen Ausgrabungen. So, Herberge des Zorns. Was haben wir hier noch? Den Obelisken. Da können wir Baumeistersachen und mit dem Lakai alte Bücher studieren. Dafür werden wir einen schwarzen Ritter verwenden. Dass ich auf das Wissen von Sterblichen zurückgreifen muss, um meine Macht zu erneuern. Was würde man versuchen, Hunger mit Krümeln zu stillen? Da können wir aber noch einen weiteren erschaffen. Feldherren. Haben wir für die Todesfee auch noch genug? Gut. Liebe, es ist Zeit für deinen Auftritt. So, dann schicken wir einfach mal die Todesfee in die Bibliothek rein. Ach, dafür brauche ich dann auch schon einen anderen Lakaien, den ich zusammensetzen muss. Weil wir schalten ja auch weitere Lakaien frei mit der Zeit. Hier war es übrigens mit der Alchemie. Es sieht so aus, dass du ja zwei bestehende zusammenfügst und dadurch machst du dann eine höhere Stufe. Zum Beispiel, jetzt hast du Staub hier auf einer höheren Stufe und dann bringt dir das plus zwei Glück, wenn du das in Lakaien reinhaust. Und weil wir das schon gelernt haben, in unserem Talentbaum können wir das auch noch nachträglich machen bei den Lakaien. Aber, jetzt muss ich überlegen, nein, da haben wir noch keine Informationen. Artefakte, die wir ausrüsten können, schaltet eine geheime Hader-Fähigkeit frei. Entfernt sämtliche Buffs von gewählten Lakaien, stellt für jeden entfernten Buff 6 Mana wieder her. Das betont meine untoten Züge. Ich weiß zwar nicht, warum ich dieses Artefakt habe am Anfang, aber so ist das. Generell kannst du übrigens bis zu 4 Gruppen haben an Lakaien, die du reinschickst. Das Königreich verlangte nach den Reichtümern, die sich unterhalb der Burg verbargen. Fette Eisenerzadern für die Waffenproduktion, aber auch uralte Artefakte aus längst vergessenen Zeitaltern. Die Zwerge boten nur zu gern ihre Dienste an und steuerten ungeprüfte Bergbauausrüstung und experimentelle Tränke bei, um ein Stück vom Wohlstandskuchen abzubekommen. Ihre einzige Bedingung an die Menschen war, ihnen fügsame und verzichtbare Arbeiter zu liefern. Mit den Gefängnissen voller Krimineller und Rebellen bestand kein Mangel an Sklaven. Mit Hilfe von Drogen wurden sie gefügig gemacht und gruben sich Jahr um Jahr immer tiefer in den Fels. Sie konnten ja nicht wissen, wer dort unten schlummerte. Zum Beispiel nicht wir. Wir sind nämlich hier freigekommen und jetzt machst du, also du kommst eigentlich aus der Mine raus, dann kommst du in den Zwergentunnel, dann in die Moment. Ich glaube, das ist Söldnerkaserne. Das sieht aus, ich denke mal, es wird irgendwie Burghof heißen dann. Und dann kommst du eigentlich zu den Herrschern. Das wird nach dem Release dann verfügbar sein. Es sind halt hier lauter Sachen, die halt, passieren können. Questmarker, Kämpfe, Ereignisse, Heilbrunnen unterwegs. Und wir entscheiden halt unseren Weg. Aber es gibt nur den Weg nach vorne, es gibt keinen Weg zurück. Und genauso wie bei Darkest Dungeon haben alle Angriffe, ja, entweder schieben die Felder nach vorne oder die, schieben einen Feind nach hinten. Wie wir hier zum Beispiel sehen können, wir können diesen Lektion 1, also ich würde den Schildangriff nennen eigentlich, können wir einsetzen, um den Vordersten anzugreifen und der würde, glaube ich, ein Feld zurückgeschoben werden. Mal eben gucken. Beendet die Kampfhaltung oder wir machen den Doppelhieb, wo wir zweimal angreifen können. Dann haben wir noch den Zauber, den wir vorhin freigeschaltet haben. Überlege ich gerade, Moment, fügt jedem Feind auf Position 1 und 2 1 bis 12 physischen Schaden zu. Ja, das können wir machen einfach. Und es ist so, dass Charaktere zum einen HP haben, also jedenfalls unsere Feinde, wir haben nur HP. Und die haben, also wir haben nur HP und die haben auch noch Verstand. Also wir können die mentale Stärke von denen reduzieren, wodurch die dem Wahnsinn verfallen und dann fliehen würden. Das macht bei manchen Gegnern mehr Sinn. Aber die unterschiedlichen, Kreaturen, die für uns kämpfen, sind auch teilweise besser
im HP-Schaden machen oder besser darin, halt Angst und Schrecken zu verbreiten, also den Verstand zu minimieren. Oben ganz klassisch, ne, die Reihenfolge, wie die Kreaturen ihren Zug machen werden. Wir buffen erstmal die Braut bis zum Ende des Kampfes. Zum Beispiel der Schwarze Ritter hat halt einen recht guten Stressangriff. Übrigens können wir hier manche Attacken noch nicht machen. Entweder stehen wir auf der falschen Position. Ich guck gerade. Oder uns fehlt noch hier Zorn. Also du sammelst während des Kampfes auch Zorn. Das sind hier diese 3 von 100 ganz unten. Und der mittlere Pool ist halt Mana. Ach, Gefecht aufgeben, das braucht doch keiner. So. Überlegt gerade, wie ich mich denn weiter nach hinten ziehen kann. Wenn wir Kreatur mit Rechtsklick anklicken, können wir übrigens direkt sehen, die Debuffs, die gerade drauf sind. Minus 30% Präzision, zweimal bekommen Ausrottung der Untoten. Und übrigens dieses Gehirn hier oben ist das Level meiner Kreatur. So, das Ziel in Flammen setzen. Der Zombie hat aber noch eine Spezialfähigkeit. Er kann nämlich mehr Pulver einladen und kann so seinen Angriff verstärken. Das kann man bis unendlich hochbuffen. Er schafft eine Verbindung zwischen Skelett und Ziel. Skelett verliert 30 Vitalität. 30% des Verstandes werden verloren. Ignoriert Rüstung. So, Kampfhaltung. Dadurch greifen Feinde eher das Skelett an und wir haben mehr Rüstung. Wenn sie einen Feind bewegt, erzeugt sie physischen Schaden. Ach, da gibt es doch irgendwo Zauber wie zufällig verändern sie alle ihre Position. Das weiß ich, ob die Sirene kann sowas. Da muss man sich natürlich alle Fertigkeiten genauer angucken. Dann kann sie besser miteinander agieren lassen. So, damit geht der nach vorne. Tja, und das kombinierst jetzt noch mit lauter Ereignissen, die passieren werden. Und das entspricht dann eigentlich schon dem ganzen Spiel. In Anführungsstrichen. Also jedenfalls der gesamten Spielmechanik. Das ist jetzt eigentlich immer noch. Achso, das zählt für eine Runde. Gibt es unterschiedliche Rüstungsarten. Magischer Schutz hier, das Blocken, den Widerstand und die Rüstung selbst. Und hier haben wir nämlich die Angriffswerte für Angriff und Furcht und die Präzision, Ausweichen und das Glück. Wie wahrscheinlich ist es, einen kritischen Treffer zu landen. So, Kosten 60. Alle Feinde verlieren 12 Vitalität und der Schwarze Ritter erhält Vitalität in der Höhe des von Feinden erlittenen Schadens.
einfach wird. Die Lehre verlangt nach Seelen. Acht bis 96 Schaden mit dem Kanonenschuss. Ja, warum nicht? Mein Wille ist die Flut. Und Iratus, das bin ich selbst, also ich bekomme für Kämpfe zum einen natürlich hier die Loot-Sachen zum Beispiel. Ich habe jetzt ein Gehirn für Level 3 bekommen. Das kann ich dann einem meiner Lakaien einfach einsetzen und der ist dann automatisch direkt aufs dritte Level geupgradet. Und ich habe halt XP für mich selbst, wodurch ich weitere Talente freischalte, ne? So, das ist unser Friedhofsbericht. Wir haben Schädel gefunden und 35 Erfahrung bekommen. Also für unseren, ich vergesse den Namen immer, Iratus oder Irakus. Unsere Lakaien bekommen übrigens nach jedem Kampf immer ein bisschen HP zurück. Aber, man muss die eigentlich ein bisschen durchrotieren lassen. Und die zwischendurch mal auf den Friedhof drauflegen. Ah, nicht Talente. Wir können eigentlich direkt wieder auf die Karte. Heilbrunnen oder Opferaltar. Du wirst dein gepeinigtes Dasein schon noch genießen. So. Mit jedem Level können wir hier noch eine Verbesserung für die unterschiedlichen Attacken freischalten. Zum Beispiel, was haben wir denn gehabt? Rüstungswiderstand können wir um plus 2 verbessern, oder? Feinde greifen das Skelett häufiger an, was ist der Unterschied? Mystische Tapferkeit verstören. Ach so, das eine ist mystischer Widerstand, müsste es jedenfalls sein. Irgendwie ist es beides dasselbe, meines Erachtens. Und das ist falsch übersetzt. Ah nee, stimmt gar nicht. Hier machen wir plus 4 auf Furchtangriff noch zusätzlich. Und hier kriegen wir 10 HP dazu. Also Vitalität. Sei ein würdiger Diener. Nicht das Bauernopfer-Ding, physischer Angriff, zweimal angreifen. Ist das Ziel gebufft, greift das Skelett zusätzlich einmal pro Buff an. 4% Chance, das Ziel sofort zu töten. Zurück in die Schlacht mit dir! Mehr Knochen für die Mühlen des Krieges. Di. Sollen die mal dahin gehen? Amulett des Wahnsinns. Feinde haben die Chance, wahnsinnig zu werden, wenn ihr Verstand kleiner 85%. Stahlspitzen plus 2 Rüstungen. Ein Goldzahn. Ah, ein echter Blickfang. Bin ich gerade am Überlegen. Ach, wahrscheinlich werde ich den Goldzahn für spätere Erschaffung benötigen, weil es sind ja noch welche, da müssen wir erstmal einen Lakaien auf Level 5 bringen oder du musst 60 Feinde töten oder 2 Bosse. Setze für ultimative Fähigkeiten 7500 Zorn ein, verwandle 3 Feinde in Vampire. Die schaltest du übrigens spielübergreifend frei. Weil, wenn ihr euch jetzt gerade wundert, 41 Feinde verbleiben, du hast doch gar nicht so viele getötet. Das hat was damit zu tun, da ich schon eine Runde gespielt hatte.
geblockt. Der hat nicht mal einen Blockwert. Meine Arbeit bringt mich eher um als dich. Nein, das nicht. Ihr habt alle gleich viel Verstand im Vergleich zu, ja, Vitalität. Will ihn aber etwas zurückziehen. Hier gibt es gar keinen Angriff, der mich nach vorne schiebt. Greif doch mal lieber das Skelett an. Das sollte wohl wehtun, aber ich habe gar nichts gespürt. Ich hätte gedacht, der zieht durch. Schönen guten Abend, Xenom. Bewegt zu Beginn der nächsten Runde bei einem zufälligen Ziel 115% physischen Schaden. Bewegt 120% Stressschaden. So, jetzt ist er schon wahnsinnig geworden und der da vorne auch. Dann können die auch theoretisch sich selbst angreifen. Und umso wahnsinniger die werden, umso... Ja, wahrscheinlicher ist es, dass die fliehen vor uns. Ich weiß aber nicht, warum der mit null Verstand noch hier steht. Achso, sinkt der Verstand auf null, besteht die Chance, dass das Ziel stirbt, wenn es weiteren Stressschaden erleidet. Deine Geburt war dein erster Fehler. Sich mir in den Weg zu stellen. Dein letzter. Dann müsste doch eigentlich wegfallen jetzt, wenn ich ihn nicht verfehlt hätte. Flammen der Liebe. Also eigentlich wollen beide fliehen. Tod nimmt das Seine.
am Spieß. Hoffentlich ist genug zum Reanimieren übrig. Da ist er geflohen. Und wir haben Level-Ups. Iratus erhält Zorn und die Präzision wird erhöht bei dem. Vergib ich Hoffnung. Plus 1. 3 Angriff. Bewegt zusätzlich Schaden in Höhe von 75% der Summe aus Rüstung und Widerstand des Schwarzen Ritters. Ich erwarte gute Ergebnisse. So, beim Zombie. Das müsste, mit der Blitz müsste die Initiative sein. Ich weiß übrigens nicht, was das höchste Level ist, was die erreichen können. Ich denke mal, es wird 1, 2, 3, 4, 5, 6 sein. Weil dann hast du bei allen Skills in eine Richtung entschieden. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Naja, alles gut. Hier verstärken wir noch die Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Den Buff von der Dame. Und wir können ein weiteres Talent auswählen. Iratus fügt im selben Ziel 2x 8 bis 16 physischen Schaden zu. Was haben wir hier? Achso, das kostet dann schon 2 Talentpunkte. Durch Transformation wird der Wille befreit. Wird alles besser durch Transformation. Menschen werden deutlich robuster, wenn man sie ihrer Organe entledigt. Der Pakt ist geschlossen. Hoffen wir, dass es kein Kleingedrucktes gab. So. Geister machen magische Angriffe und sind, ich glaube, können gar nicht von physischen Angriffen beschädigt werden. Irgendwie sowas war es bei denen. Ach, jetzt sehe ich gerade. Die haben ja noch 2 Item-Slots hier, ne? Ja. Oh, doof. Wenn ich was reingezogen habe, kann ich es nicht mehr rausziehen. Es gibt Schlimmeres. Oder auch nicht. Stele. Enthält Aufzeichnung vergangener Schlachten, die zum Hochleveln von Lakaien oder Iratus verwendet werden können. Alle Lakaien erhalten XP oder Iratus kriegt XP. Und wir nehmen für Iratus die 200 XP. So, 2 Talentpunkte. Ermöglicht die Umwandlung von Komponenten in Mana. Hast alte Magie. Iratus stellt nach jedem Gefecht 5 Mana wieder her.
Blinde Wut. Jedes Mal, wenn ein Lakai sein Ziel verfehlt, erhält Iratus 3 Zorn. Dann nehmen wir alte Magie. Wird die Grundmauern der Welt erzittern lassen. Und nehmen noch das für die Artefakte. Sie werden angepeitscht. Vom Kerkermeister. Der Rundenbeginn auf Position 4. Iratus stellt 4 Zorn wieder her. Hätte ich vielleicht etwas anders positionieren müssen. Tja, alles geblockt. Sterbliche am Spieß. Toll. So, wenn sich ein Feind bewegt, fügt die Todesfee Stressschaden hinzu. Bewirkt 14 bis 16 Stressschaden, verschiebt das Ziel auf eine zufällige Position. Alle Lakaien halten für ihre nächste Aktion 6 Furcht. Alle Feinde verlieren für die nächste Aktion 4 Angriff. Achso, Ziele überspringen ihre nächste Runde. Ja, die Sirene macht wirklich nur Stressangriffe. So, bewirkt beim Ziel und dem dahinter stehenden Feind 35% Stressschaden. Das macht magischer Schaden. Beschwört für 2 Runden eine verhüllende Wolke. Jeder, der keine Wolke erhält, plus 25 Ausweichen. Verflucht das Ziel für 2 Runden. Der ist schon wahnsinnig. Die Toten, sie sind überall. Ha, sehr schön. Er greift seine eigenen Leute an. Sämtliche Gegner nehmen zufällig Position ein. Und das ist halt genau die Nummer. Da muss ich mit ihr nachher diesen Effekt machen, dass wenn sich Gegner bewegen, sie Stressschaden verursacht. Physischer Angriff bewirkt einen kritischen Treffer. Das können wir. Ja, machen wir die Kampfhaltung.
Und du machst die Terrorwelle. Oh, und du verfehlst alle. Das hört sich jetzt jeder bewegt davon. Dein Leben war nutzlos. Das war jetzt, weil er sich nach hinten bewegt hat. Wirst du von Wert sein. Mit letzter Kraft erhält eine zusätzliche Aktion, verliert zu Beginn jeder Runde 40% der maximalen Vitalität. Von wo kriegt der eigentlich den Schaden? Ach, die steht in der Falle, die gelegt wurde. Deshalb, wenn die Position wechselt und die Falle liegt da, kriegen die immer wieder Schaden. Nur über meine untote Leiche. Hör doch mal auf, mein armes Ding kaputt zu machen. Kannst du nicht irgendwas machen? Ja. Oder den hier. Dass sie den nächsten Zug überspringen. Wer kennt's nicht? Wie sich mal wieder ein Darm entleert. Ein Trauerspiel der Sterblichkeit. Etwas besseres Fleisch gefunden. Und die andere Truppe, die zu Hause geblieben ist, die hat jetzt ein bisschen HP dazu regeneriert. Plus 1 Angriff. Und den Schwächsten von euch hauen wir mal eben hier rein. Iratus platziert in einer zufälligen Position eine Falle, die über 2 Runden explodiert und jeden Gegner auf dieser Position 50 magischen Schaden zufügt. Ah, ich kann es kaum erwarten, das auszuprobieren. Links lang sind direkt 2 Kämpfe. Elite-Trupp. Versuchen wir ein wenig durchzumogeln. Wobei mogeln das falsche Wort ist. Fülle deine Mana oder Vitalität? Mana. Den Lakaien geht's nämlich gut. Den meisten jedenfalls davon. Was bist du denn für einer? Zertrümmerer. Zertrümmerer sind Strafgefangene, die aus unbekannten Gründen immun gegenüber den aufpuschenden Tränken sind, die einen Sklaven verabreicht werden, damit sie härter arbeiten. So fällt es ihnen
So fällt ihnen die gefahrvolle Aufgabe zu, Tunnel zu sprengen, deren Gestein zu hart für die Spitzhacken der Arbeiter ist. Natürlich ist die Sterblichkeitsrate unter diesen Kameraden enorm. Und sie tragen eine Kerze. Und zeigen mit dem Finger auf andere Menschen. So, Wachen. 85% Präzision, keine Ausweichchance, normale Rüstung. Die werden alle zu viel Rüstung haben. Bombardement. Dann schießt er zufällig auf Gegner. Jemand sagt, er sprengt sie in die Luft, wenn er brennt. Das habe ich immer einfach angezündet. Dann lad erstmal mehr Schwarzpulver ein, Zombie. Immer wenn sich ein Lakai bewegt, bewirkt 100% Schaden. Also bewegen wir uns lieber nicht. Oh, 51er Crit. Sieht nicht so aus, wenn er sich in die Luft sprengt. Wenn er seinen Beutel anzündet. Ich weiß nicht, ob du... Ja, dann hast du es falsch gesagt. Entfernt alle Debuffs vom Schwarzen Ritter? Nein. Müsste sogar schon genug sein für den, ja. Sein ganzen Gedärm sind in mich reingelaufen. Ich habe übrigens die Tage The Boys geguckt. Von Amazon Prime. Mal wieder ein bisschen Serienwerbung. Und fand's richtig gut. Die Serie. Gar nicht mal so schlecht. Es geht darum, wer es nicht kennt, was ist, wenn Superhelden Social Media Stars werden und privatisiert werden. Und dann sind alle Superhelden so ein bisschen abgefuckt. Aber gefiel mir ganz gut der Aufbau der Serie. Ich habe direkt alle 8 Folgen geguckt. Also nicht direkt. Ich habe erst die erste geguckt, habe gedacht, okay, vielleicht guckst du das mit jemandem zusammen. Und dann habe ich irgendwie angefangen, es abends nochmal zu schauen. Und dann war plötzlich die Serie schon vorbei, weil es nur 8 Folgen gab. Die Serie heißt The Boys. Kein Stressangriff. Ach komm, schlag den so kaputt. Gut gemacht, nämlich nicht. Armes Skelett.
also 1000 Jahre Evolution aus? Jämmerlich. Hat er noch immer seine. Ah, der hat immer noch seine Abwehrhaltung. Aktiv. Dafür muss ich irgendwie einen nach vorne wieder kommen. Aber ist einfach. Ich muss nachher nur mit der Bogenschütze in den Schuss machen, dass die einen nach hinten zieht. Oder wie auch immer sie heißt. Braut des Iratus. Man kann ihnen auch einen Namen geben, aber bevor jetzt alle anfangen, oh, benennen mich nach dem Skelett oder sonst irgendwas. Nein, also jetzt nicht. Da bin ich nämlich die nächsten 15 Minuten nur mit Benennen dran. Ach ja, wir haben ja eine 4% Chance gehabt, den sofort zu töten. Muss ich den jetzt zurückgehen lassen? Reicht, wenn wir den so töten. Ein Level 3 Gehirn. So, der Geist hat HP wieder bekommen. Dann machen wir jetzt die Braut hier eben rein. Ja, opfer ich lieber einen anderen Geist für. Weil die Lakaien wieder hochheilen, ist schon relativ wichtig. Also finde ich jedenfalls. Eine bescheidene Kreation. All die Warnungen waren wohl Aberglauben. War ja eine ganz einfache Kreation. Wer war der neue Geist? Unheiliges Mauerwerk. So. Dann komm mal her. Dann nimm du mal das Dreiergehirn. Ist schon eine ganz nette Sache. Verfehlt nicht, ignoriert Rüstung. Ignoriert Rüstung, ignoriert Blocken. Sei ein würdiger Diener. Zurück in die Schlacht mit dir. So, kriegst du ein bisschen mehr HP. Jetzt sehe ich gerade, wir haben einige Schädel. Dann lass uns doch schädeltechnisch. Ein Skelett kann das später sauber machen. Ach, die Schädel haben dann auch unterschiedliche Fähigkeiten, wenn die auf grün hochgestuft werden. Gold, aber gut genug. Plus 2 Präzision. Dann können wir noch nicht Herzen, sondern das Fleisch. Nicht unbedingt der Stein der Weisen, aber man nimmt, was man kriegt. Das sind eh nur minimale Verbesserungen. Nicht die Vitalität, sondern Präzision um 2% erhöhen.
ist auch ein Artefakt, okay. Plus 8 Präzision. Du hast schon eine hohe Präzision. Das war's, sonst haben wir nichts. Grab, ein Urlsgrab, in dem schlafende Lakaien auf einen neuen Meister warten. Ach, wähle einen Lakaien. Dann lass uns noch einen Geist nehmen. Er ist sogar nicht ganz scheiße. Also wenn ich mit das zusammen wäre, wäre es wahrscheinlich die Todesfee. Auch wenn ihr ein Schuh fehlt. Geist erhält bis Gefechtsende plus 6 Furcht. Ach. Das war, weil er sich bewegt hat. Ach, ja gut, welchen Zauber hätte die auch noch ein bisschen hin und her schiebt. Dann geht der eine nach hinten, dann sollte jetzt eigentlich sie wieder angreifen, ja. Boah, irgendwie für... Übrigens, es ist irgendwie 14 Grad kühler als unsere 40 Grad Tage und ich habe trotzdem immer die Hitze bei mir. Also ich fühle mich irgendwie voll heiß. Ich sollte vielleicht mal Fieber messen, vielleicht bin ich krank geworden. Erlittener Schaden erhöht sich um 25%. Verliert 50% Angriff. Hoffnungslos. Es ist vielleicht schwül bei euch. Auch. Ey, lass mein Vibesbild in Ruhe. Abwehrhaltung. Also ich darf mich wieder nicht bewegen. Deine Schreie sind Musik in meinen Ohren. Rückzug, Rückzug. Dann stresst die nochmal alle. Mehr Material. Die sind alle schon ziemlich
ziemlich erledigt. Immer noch eine Abwehrhaltung. Wenn der Kerkermeister stirbt, stellen seine Verbündeten 30 Verstand wieder her. Ah, okay. Gut, da ich den bis jetzt immer zuletzt getötet habe. Defense-Haltung. Und das war's. Diese Welt wird schon bald mein sein. Humanoiden-Eintrag. Beziehungsweise Humanariums-Eintrag. Erhalten. Da bin ich mal gespannt, was jetzt da drin steht. Okay. Es wird einige Feinde geben. Aber es sind dieselben Informationen, die ich so sehe. Seine Mutter schimpfte ihn immer aus, wenn er sich mit dem Nachbarsjungen prügelte und trug ihm auf, lieber auf seinem Lehrmeister zu hören, doch er wusste es besser. Sie riet ihm auch, den Schmied für sich zu gewinnen, auf dass er ihn später in die Lehre nehme, doch der Junge hatte andere Pläne. Warum hart arbeiten, wenn man auch ohne gut über die Runden kommt? Verliert Glück, macht aber mehr Schaden. Kriegstrommeln. Eine Runde plus zwei Initiative. Erweitert sämtliche Flammeneffekte des gewählten Ziels um 5. Ne, stimmt gar nicht. Kostet 5 Mana. Bewegt beim Ziel 20 Stressschaden. Ich brauche nichts als meinen Zorn, um diese Welt zu säubern. Ja, du machst das alles super. Meine Feinde erwartet eine unschöne Überraschung. Ich muss niesen gleich. Entschuldigung. Ich erwarte gute Ergebnisse. Entschuldigung. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Danke sehr. Sarkophag, voller Gegenstände. Dämonenessenz, plus 5 Ausweichen, mit Buff plus 1 Initiative für 2 Runden. Goldzahn haben wir vorhin schon mal gehabt und die Stahlspitzen kennen wir auch schon mit der Rüstung. Der dunkle Tribut. So, 10% Ausweichchance. Ein Ereignis, für das die aktive Gefechtstruppe oder Iratus persönlich gefragt ist.
Was ist das denn? Steingolem. Umleitung auf diese Einheit 50%. Immun gegen Stressattacken und Entzünden. Flieht nicht. Und du bist wahrscheinlich ein... Ah, Magier. Eine Falle. Der wahnsinnige Magier verletzt alle. Schreckliche am Spieß. Shit, da laufe ich durch die Falle mit, ne? Ja. Es gibt auch irgendwelche Skills, wo man die Fallen hier wieder wegmachen kann. Da frag mich mal, welcher es war. Weil habe ich den auch einfach noch nicht. Sie tun mir sehr weh. Die beste Quelle für frische Leichen sind immer noch Helden. Dann schieß mal da mit deiner Kanonenkugel auf den Golem. Lass mich erstmal wieder nach vorne ziehen. Das Ende allen Lebens. Schreckliche am Spieß. Bis 34, dann müsste das für den Golem reichen. Naja. Ah ne, der hat 12 Rüstung. In Flammen setzen bringt nichts. Der Stressangriff sowieso nicht. Aber es wäre jetzt, glaube ich, Verschwendung, auf den Golem zu schießen, weil sie ja einen relativ hohen Schadensoutput hat. Und wieder auf die Defense. Also irgendwie Skelett verteidigen lassen und die anderen machen halt einfach ihr Ding. Daraus mache ich vielleicht ein neues Möbelstück. In der Reihenfolge ist eigentlich sehr gut. Jetzt müssen noch die beiden, wenn die tauschen, finde ich, ist das schon der, ja, nahezu perfekt von den unterschiedlichen Klassen, die man mitnehmen kann. Weil der Schwarze Ritter hat generell Rüstung, er hat bei der Kampfhaltung 8 Rüstung. Und sie macht hier schön Schaden von und er macht auch viel Schaden. Was mir fehlt, ist eigentlich eine Definition, wenn du die Charaktere anklickst, was das für eine Rolle eigentlich ist. Aber ich glaube, die Braut ist halt wirklich DD-orientiert, genauso wie der Zombie. Und die beiden sind eigentlich Tank-orientiert.
Würde ich auch von den Skills so sehen. Den netten Freund in Brand setzen. Niemals nur den Schuss, damit sie ein nach hinten geht. Nun kann er nämlich, indem er auf dritter Position ist, jetzt mit seiner Kanone feuern. Und das war's. Nur eine Seite kann gewinnen. Meine. Bis 6 Baumeisterseelen. Das war diese Zornregeneration. Ihr Herz schlägt nur für mich. Ja, und du darfst so nochmal. Scheiße, geschafft. Das Blut ist ja jetzt eh schon eingesetzt worden. Ist egal. Also es ist ja nur grünes Blut. Was soll ich sagen? Ja, der Sinn und Zweck dieses Monuments ist die Kanalisierung magischer Energie. Doch es gibt meinem Unterschlupf auch das gewisse Etwas. Praktisch und das Training in der Arena beschert Lakaien plus 2 XP. Bekommen das dann alle Lakaien? Moment, Schädel austauschen. Und noch mehr Knochen. Das war nämlich in der ersten Partie, die ich gespielt habe, ich immer aus Versehen hochleverige Skelette zum Beispiel investiert, um irgendwelche Sachen aufzubauen. Eine Braut des Iratus erhält zusätzlich plus 25 Präzision für eine Aktion. Möchtest du einen kleinen Zaubertrick sehen? Dann sag mir, was für eine Quest hier ist. Du stößt auf eine Höhle mit seltsamen Runenschriften. Runeninschrift. Nach genauem Hinsehen erkennst du, dass es sich um bloße Imitationen echter Zaubersprüche handelt. Plötzlich hörst du Stimmen, die lauter werden, je weiter du vordringst. Der Weg geht in eine riesige Grotte über, in deren Mitte eine Handvoll Menschen eine Felsensphäre anbeten. Das Gebilde scheint aus tausenden ineinander verschlungenen, versteinerten Würmern zu bestehen. Selbst als du den Sterblichen nahe kommst, bemerken sie dich nicht. Du riskierst ein Lakaien, erhältst aber eine Belohnung. Untersuche die Sphäre mit Hilfe von Magie. Talentpunkte bekommen, Mana verloren. Mit einem Zauber berührst du die seltsame Sphäre. Für einen kurzen Moment wandelt sich das Gestein und du siehst lebendige Würmer, die sich in einem Beil umeinander winden. Du willst die Vision festhalten, doch sie verschwindet, so schnell sie aufgetaucht ist und mit ihr alle Sterblichen in der Grotte. So, Initiative beim Lakaien, wenn wir 25 Zorn besitzen. Ich umarme den Zorn. Mal die Kriegstrommel mit reinnehmen. Tja, Elite-Gegner oder links den etwas entspannteren Weg gehen. Obwohl, hier ist ein uralter Sarkophag.
Ach komm. Weil die Zeit ja eh schon ein bisschen fast erreicht ist, weil wir schon über eine Stunde dran sind. Kämpfen wir mal gegen die Elite-Truppen. Und sie haben auf jeden Fall schon mal schönere Kleidung. Und tun mir Aua. Stellt den Verstand wieder vollständig wieder her. Iratus erhält dafür Mana in Höhe von 20% des wiederhergestellten Verstandes. Okay, damit kann ich meinen Mana-Vorrat auffüllen. Das Ziel verliert für 3 Runden 8 Ausweichen. Dann versuch die mal anzulocken. Hallo Tobias. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Er hat ja eine Verbesserung schon durchs Level, dass er die Buffs entfernt jetzt von den Zielen. Ich muss auch sagen, ich bin nicht der größte Darkest Dungeon Fan. Also ich habe es immer mal so ein bisschen gespielt, aber ich weiß auch nicht. Ach, sämtliche Gegner nehmen jetzt... Ja, Moment, das machen wir gleich. Alle sind wahnsinnig. Bum, 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 bum. Wenn sich der Feind bewegt. Könnt ihr mal aufhören, meine Kreaturen zu verprügeln? Scheiße. Die steht auf der falschen Position. Aber füllen wir mal ein bisschen Mana auf. Fluch die vorderen beiden. Du willst mich verarschen? Greif das Skelett an. Würde Teil der atemlosen Flut. So, und jetzt die Terrorwelle. Ach, bitte verfehl diesmal nicht alle. Sehr schön. Jetzt bewegen sie nämlich alle und kriegen alle jedes Mal Schaden.
Ich will ihn nicht wehtun, vergebt mir. Noch einer da. Wenn übrigens meine Kreatur stirbt, ist sie tot. Permadeath. Na Hund, was geht ab? Na komm, Zerfall. Endlich. Sein Verstand war ja schon am Arsch. Euer Leid ist beendet. Doch eure Knechtschaft hat gerade erst begonnen. Komm mal her, du kleiner Mops. Ja, ich muss mal ein weißes T-Shirt tragen, damit dich Leute erkennen können. Okay, dadurch würden die Angriff und Furcht bekommen, oder man verstärkt noch die stapelbare, nicht die stapelbare, sondern verstärkt noch die Furcht, die sie mit dem Buff machen kann. Zwei Vitalität. Ja, und hast schön Bäuerchen gemacht. Noch mal ein paar Knochen. Ich erwarte gute Ergebnisse. Habe es nur gemacht, um den physischen Schaden noch mal anzuziehen. Furcht plus 2 und der Grundfurchtschaden erhöht um 2. Also in diesem Evolutionssprung-Buff. Ausweichen plus 35 für die Wolke. Oder für 3 Runden die Wolke beschwören. Kritische Treffer machen 200% Schaden. Sei ein würdiger Diener. Wobei sein Glückswert echt schlecht ist. So, aus Gehirn behalte ich das Vierer. Du hattest trainiert. Nein, nicht da oben rein. Ihr zwei kommt in die Heilung und du ins Training. Noch ein weiterer Talentpunkt zum Ausgeben. Oh, das kommt gerade recht. Oh. 100% Präzision, Furcht, Rüstung, beziehungsweise Widerstand erhöhen. Ja, wenn er einen Debuff erhält. Immer wenn ein Feind einen Buff erhält. Ach so, das ist die Änderung. Dann wird er bei keinem Morgen nur auf Debuffs reagieren und hier links auf Buffs, aber macht mehr Stressschaden. Beweise, dass du meiner Zeit würdig warst. Oh, Lakaien opfern für Gegenstände.
Reichtum erstmal einen Lakai herstellen, den ich dafür nützlich, ausgeben kann. Wenn man ihr ständiges Geheule erträgt. Und ich glaube, du hast mir gerade auf das Bein gesabbert. Goldene Rose, eine Flucht sämtlicher Feindinnen ist 50% 20% wahrscheinlicher. Sämtlicher Feinde, Feindinnen oder Miss. Brunnenbeginn mit unter 30 Vitalität, 8 Zorn bekommen, Schärpe aus Hexenhaut, nach Erleiden von Schaden plus 1 Furcht für 2 Runden, plus 2 Initiative und ein Seelenstein. Einmal alle 3 Runden 2 Mana werden hergestellt. Ich glaube, das können wir eigentlich ganz gut einen Geist geben. Oder habe ich jetzt alles gleichzeitig bekommen? Ich dachte, ich musste einen auswählen. Das erhöht Furcht. Dann gehen wir den. Ah, nee, du kannst nur einmal vom gleichen Typ das Artefakt haben. Gut, dann kriegst du gar nichts. Du machst eigentlich nur physischen Schaden. Das macht der ganze andere Schmuh, macht überhaupt nichts bei dir. Aber ich würde sagen, dass ich hier stoppe. Es wird natürlich alles, du kannst halt die Wege selbst auswählen und es ist halt ähnlich wie Darkest Dungeon, ne? Nur dass du halt Lakaien selbst herstellst und ein bisschen ummodest. Ist auf jeden Fall für ein Early Access Spiel schon recht, ja, wie soll man sagen, es funktioniert von Anfang bis Ende und hat auch am Anfang viele gute Bewertungen bekommen. Man muss halt jetzt schauen, wie sich das weiterentwickelt, aber insgesamt ist es ja eine ganz coole Sache mit den Random-Karten. Und in unterschiedlichen Ebenen. Also du kannst den Weg selbst bestimmen. Jetzt nochmal wegen dem Chat, weil gerade gefragt wurde von Rubbel. Unterschiedliche Ereignisse, unterschiedliche Kämpfe. Viel Schwierigkeitsgrade. Weitere Monster, die du freischalten kannst. In der Erschaffung. Übergreifend über die anderen Runden. Und vielleicht kommen ja noch ein paar weitere Kreaturen. Ist auf jeden Fall eine ganz witzige Sache und ich denke mal, Leute, die Darkest Dungeon gerne gespielt haben, die spielen das ja auch gerne. Es ist halt einfach nur aus der anderen Perspektive. Es ist halt sehr viel adaptiert worden davon, ne? Aber erstmal danke auf YouTube fürs Anschauen und bis zum nächsten Mal dann. Das Stream geht natürlich weiter mit dem Indie-Abend. Und danke, Busche, für den Sub.